Der noch junge Maler Parmigianino überreichte im Sommer 1524 sein Selbstbildnis an Papst Clemens VII., um an prestigeträchtige und lukrative Aufträge zu kommen. Das auf einer konvexen Holzfläche gemalte und ungewöhnlich kleine Porträt erfüllte seinen Zweck und wurde schnell zu einem weithin gelobten Zeugnis seiner Talente. Schön wie ein Engel befand ihn auch der berühmte Künstlerbiograf Giorgio Vasari. 1608 gelangte das kleine Werk in den Besitz Kaiser Rudolfs II. Und damit in die habsburgischen Sammlungen und in das Kunsthistorische Museum in Wien. Jenes ganze Werk geriet ihm so glücklich, dass die Wahrheit sich nicht anders verhielt wie die Malerei. Die Worte des Biografen Vasari zeugen von der Einzigartigkeit dieses Gemäldes. Das Selbstbildnis zeigt den Künstler in seinem Atelier, wie er sich gerade in einem gewölbten Spiegel betrachtet. Er spielt ja mit seiner eigenen Erscheinung, indem er sich nicht in irgendeinem Spiegel darstellt, sondern eben in einem Konvexspiegel. Deswegen ist der Bildträger auch konvex verwölbt, wenngleich Parmigianino mehrere, auch normale Spiegel für die Anfertigung seines Bildnisses benutzt haben muss. Denn während seine Gesichtszüge plan und 1:1 gespiegelt erscheinen, sind eben Hände und auch Teile seines im Hintergrund sichtbaren Ateliers verkrümmt, eben der konvexen Spiegelung folgend. Die Idee zum Gemälde und ihre feinmalerische Umsetzung lassen auf einen großen Geist schließen. Es ist nicht verwunderlich, dass dieses Objekt, dem aus Parma stammenden Francesco Mazzola genannt, Parmigianino, zu solch großem Ruhm verhalf. Die Entwicklung und Prägung eines individuellen Stils war und ist überlebensnotwendig in der Malerei. Mit dem raffinierten Selbstbildnis war dem jungen Talent etwas gelungen, das wir heute als Marketing-Hit bezeichnen würden. Das ist ein Künstler, der darauf auch abgezielt hat, diese Eigenheit in Extremis zu treiben. Und deswegen einer der wichtigsten Mitbegründer dessen ist, was man in der Kunstgeschichte als Manierismus bezeichnet. Nicht? Also eine Form der exzentrischen Übersteigerung der menschlichen Regung, der menschlichen Gestalt, aber auch der Gegebenheiten des Raumes und der Natur. An sich. Das kommt in seinen Werken, wie bei wenigen anderen Künstlern, vielleicht ist Michelangelo hier noch zu nennen, zum Ausdruck. Also er ist kein gemäßigter Geist gewesen, jedenfalls lässt sich das aus seiner Kunst nicht ableiten. Parmigianino setzt sich in seinem Kunstwerk mit Realität, Wahrnehmung und Wirklichkeit auseinander. Zum einen übergeht er die Frage nach der Ähnlichkeit eines Porträts, die in der Renaissance häufig diskutiert wird. Durch die Aussage nämlich, dass es sich hierbei ja um einen Spiegel handle, der die Realität zeige, wie sie ist. Zum anderen aber bleibt sich der Betrachter stets über die wahre Natur des Objekts im Klaren, womit der Künstler unterstreicht, dass die Kunst bei allem Realitätsanspruch nie die Wirklichkeit, sondern immer nur deren Erscheinung abbilden kann. Gerade weil es so klein ist, weil wir so viel über das Bild wissen, weil es so spannend mit den Grundbedingungen des menschlichen Daseins zu tun hat. Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Existenz im Diesseits und im Jenseits, Bildnis, Ähnlichkeit, Brechung von Raum, Perspektive, Farbe, Selbstinszenierung, also der Ring, der Pelz und so, ist es alles eigentlich auf diesem wenigen Bildraum konzentriert. Fast wie in einer Linse ist die Kunst der Renaissance hier destilliert. Und daher ist es ein so großartiges Schlüsselwerk für die Kunst der Renaissance an sich. Der eigentliche Anlass für das Selbstbildnis war der Versuch des Malers, sich im Sommer 1524 Papst Clemens VII. Als Künstler zu empfehlen. Die verblüffende Wirkung des Bildes blieb nicht aus. Parmigianino wurde als neuer Raphael gefeiert und erhielt prestigeträchtige Aufträge in Rom, Bologna und seiner Geburtsstadt Parma.